Hi Freunde und herzlich willkommen zu meinem neuesten Video. Dieses Mal das lang ersehnte Top 16 stärkste Charaktere aus One Piece Video. Gehen wir hier einfach mal ran und beobachten deren Beschreibung, deren Taten und deren Zustände. Also deren Alter, somit verbundene Ausdauer, Training, Erfahrung und so weiter. Dazu kommen hier keine Toten rein, also kein Whitebeard und auch kein Roger. Und welche, von denen man überhaupt nichts weiß, kommen hier ebenfalls nicht rein. Also wenn es von denen überhaupt nicht mal eine Beschreibung gibt oder überhaupt irgendetwas, also auch kein Dragon und so. Und sind wir jetzt nochmal kurz ehrlich, Ruffy und Zoro sind hier nicht drin. Sie sind zwar extrem stark, vor allem nach dem Skip sind sie extrem stark geworden, aber in einer Top 16 der stärksten Charaktere aus ganz One Piece kommen sie noch nicht ganz rein. Aber naja, fangen wir doch einfach mal an. Platz 16. Magellan, der giftige Giftmensch, welcher knapp 70% seines Lebens auf dem Klo verbringt. Seine Teufelsfrucht ist extrem stark. Er hat die Blackbeard-Bande im Vorbeigehen fertig gemacht und er hat auch ohne einen Kratzer zu bekommen gegen Ivankov und Inazuma gewonnen. Dazu kommt noch seine stärkste Attacke, Venom Demon, welches noch viel stärker ist. Das ätzt richtig und jetzt im wahrsten Sinne des Wortes und nicht negativ, obwohl für den Gegner ist das schon irgendwie negativ. Das einzige halbwegs bestehende Problem bei Magellan sind eigentlich Fernattacken. Jeder, der nah rankommen muss, hat eigentlich schon so gut wie verloren. Dazu wissen wir nicht, wie stark er genau nach dem Skip geworden ist. Ich meine, er hat mit Sicherheit extrem viel trainiert, seitdem so viele ausbrechen konnten. Nicht umsonst hat er jetzt ein Metallflügel und ein Metallhorn. Wer seine Kunststoffhörner und Flügel mit Metall ausbessert, meint es wirklich ernst. Und man hat dann wahrscheinlich Probleme. Große Probleme. Platz 15. Enel. Seine Frucht alleine macht ihn schon zu einem der stärksten Kämpfer aus ganz One Piece. Und sein Observationshack ist natürlich auch nicht von schlechten Eltern. Das, was ihm aber dringend fehlt, ist es, achtsamer zu werden. Er soll halt mal Spannung aufbauen, nicht immer nur ablassen und mal Rüstungshacke erlernen und so. Und seine größte Schwäche, Blitzableiter. Gut, dass es die noch nicht in One Piece gibt. Oder vielleicht gibt es Blitzableiter von der Blitzinsel, wo Orochi war und seine Rache für Enel vorbereitet hat. Enel ist jetzt halt noch relativ unbeschrieben. Konnte er seinen Übermut ablegen oder hat er vielleicht sogar als weiter trainiert? Ein Comeback von ihm wird, denke ich, schon kommen. Nur kann es sehr gut passieren, dass der damals so gut wie allmächtige Enel ziemlich von jedem auf den Arsch bekommt. Ein wirklicher Blitzmerker, trotz seiner Frucht, ist er nämlich eigentlich nicht. Und er ist sehr stur. Scheint, als wären einfach zu viele Widerstände in seinem Kopf. Ach, okay, ich höre damit auf. Platz Nummer 14. Cracker. Ist er tot? Ist er vielleicht gar nicht tot? Wer weiß das schon? Doch das, was wir wissen, ist, dass er verdammt stark ist. Der Gear 4, gegen welcher Mingo eigentlich kaum eine Chance gesehen hat, war für Cracker gar nicht mal so herausfordernd. Erst als der Regen von Nami dazu kam, wurde es für Cracker wirklich brenzlig. Oder eher brezlig. Oh Gott. Mit seinen verdammt harten Keksen, Junge, kann er ganz viele Rüstungen bauen, die ganz nach Wunsch handeln können. Dadurch ist der Gegner sehr schnell in der Unterzahl und das gegen eine fast unendliche Armee. Die Nachteile von Cracker sind halt Wasser und er kann Schwert überhaupt nicht leiden. Und wie wir eigentlich wissen, zerbrechen Kekse in der Regel sehr schnell. Platz 13, Fujitora. Als Sabo ernst gemacht hat, war Fujitora eigentlich noch relativ gelassen. Ob es nur eine Maske war, weil er als blinder Mensch nicht die Fassung verlieren darf, ist eine andere Frage. Sabo war auf jeden Fall in seiner Höchstform und Fujitora konnte dies kontern und Paroli bieten. Früher als Monster bekannt und nun wird er von Ahnungslosen als blinder Zigeuner beschimpft. Man kann halt nicht wissen, was das Leben für einen bereithält. Vielleicht ist es ein Schwert in der eigenen Hand, um sich vielleicht ziemlich präzise die Augen auszustechen. Mit seiner Erfahrung und mit seiner Gravitationsfrucht ist er auf jeden Fall ein sehr ernstzunehmender Gegner, welcher vor nichts und niemanden zurückschreckt. Außer vor Mr. Popo natürlich, aber das ist ja auch irgendwie klar. Und kommen wir zu Platz Nummer 12, den jetzt wahrscheinlich so einige wundern werden. Silvers Rayleigh. Nachdem er wohl sehr lange nicht mehr trainiert hat, konnte er trotzdem mit Kizaru mithalten. Dazu konnte Rayleigh Kizaru verletzen, weil Kizaru ziemlich unachtsam wurde. Nur ist seine Ausdauer nicht mehr wirklich so das Wahre. Immerhin ist er schon 78 Jahre alt. Seine Blütezeit ist genau wie die von Fujitora schon längst vorüber. Aber es ist noch immer fucking Rayleigh. Also so ein Platz auf dieser Liste ist noch immer safe.
Auf der Fischmenscheninsel, als Ruffy die 50.000 mit seinem Königshaki umgehauen hat, könnte Rayleigh noch immer alle 100.000 ausnocken, genau wie es natürlich auch noch Shanks könnte. Aber Rayleigh ist halt alt geworden, immerhin war Whitebeard an seinem Todestag 72 Jahre alt. Und Rayleigh ist jetzt verfickte 78, also auf der Liste, ja, aber nicht allzu hoch, so denke ich zumindest darüber. Platz Nummer 11, Jack. Der Tank schlechthin. Hund und Katze haben 5 Tage im Wechsel versucht, ihn klein zu kriegen, haben dies aber nicht geschafft. Sie konnten ihm keinen Kratzer zufügen und auch nicht aus der Puste bringen, trotz dass er dauerhaft gekämpft hat und die beiden sich abgewechselt haben. Direkt nach diesem Kampf schippert er zum Marinekonvoi, um Mingo zu boxen. Oder befreien, wahrscheinlich beides. Dort warteten Sengok, Fujitora, Kranich und 2 weitere Vizeadmiräle auf ihn. Plus insgesamt 3 Kriegsschiffe, wovon er 2 zerstören konnte. Und außerdem konnte er mit relativ leichten Verletzungen auch noch davonkommen. Auch wenn die dachten, dass er tot war. Jack ist wahrscheinlich im Kampf ins Wasser gefallen und da dachten sie sich, ah, er ist ja ein Teufelsfruchtnutzer, also muss er jetzt sterben. Komm, wir können jetzt wieder weiterfahren. Oder segeln. Was macht man also nach so einem Fight gegen einen Admiral, gegen einen Ex-Großadmiral, gegen Kranich, gegen 2 weitere Vizeadmiräle, gegen 3 Kriegsschiffe? Oh fuck, gegen so viel halt. Was macht man also nach so einem Kampf? Genau, man setzt die Segel und verzieht sich wieder nach Zoro, um dort dann weiterzukämpfen. Auch wenn wir noch nicht sonderlich viel von ihm wissen, ist er ein absolutes Biest. Platz 10, Marco. Auf der Schlacht am Marinefort hat er extrem gut gegen die Admiräle standgehalten und dazu ist er mit seinen regenerativen Fähigkeiten top. Er war der stärkste von Whitebeards Männern und selbst Shanks hat seine Stärke anerkannt. Dazu finde ich das Design von seiner Phönixform ziemlich nice. Vor allem ist irgendwie diese Brille da von ihm ziemlich komisch. Das sieht aus, als hätte er irgendeine Wrestlermaske an. Komisch. Außerdem finde ich gut, dass er ein neues Design bekommen hat und nicht diese schwarzen oder blauen Haare bekommen hat. Alles in allem ein sehr fähiger Mann, welcher bald wieder in die Story eingebunden wird, worauf ich mich schon extrem freue. Platz Nummer 9. Katakuri, der badass aussehende zweite Sohn von Big Mom mit der Reiskuchen-Logia-Frucht. Er besitzt das bisher höchste bekannte Kopfgeld. Mit seiner Frucht kann er eine klebrige Substanz, halt Reiskuchen, absondern, verschießen und sich in diese verwandeln. Logia halt, ich glaube jeder weiß hier, was eine Logia-Frucht ist. Dazu scheint er mit einem Dreizack zu kämpfen und hat das beste Vorsehungshaki, was es bisher gibt. Kann es eigentlich sein, dass jeder, dessen Vorsehungshaki besonders auffällig ist, immer einen Dreizack zum Kampf benutzt? Enel, Katakuri. Ja, viel mehr gibt es jetzt eigentlich nicht. Also 2 von 2, 100% Ease. Platz 08, Mihawk Falkenauge. Der beste Schwertkämpfer der Welt, welchen sogar Sasuke nicht heraufbeschwören kann. Wegen Falke und so. Seine Duelle mit Shanks gingen in die Geschichtsbücher von dem Geschichtsbuch One Piece ein. Ja, das kommt gut im Lebenslauf. Im Krieg hat man dann erst gesehen, wozu der Typ eigentlich so alles in der Lage ist. Eine riesengefrorene Eiswand, kein Problem, kürzen wir ihnen auf Maß. Ein Metalltyp aufschneiden, gar kein Problem. Aber warum ist er denn so weit hinten? Er ist natürlich stärker als die ganzen Vizekommandanten und so weiter der einzelnen Kaiser. Jedoch hat man auch im Krieg gesehen, wo er viel mehr Zeit brauchen würde. Nämlich gegen Vista. Keiner von den beiden konnte sich im Duell einen Vorteil erschwertern. Er würde halt schon noch ein wenig länger brauchen, um das zu packen. Darum sagten sie sich einfach unentschieden, okay. Platz Nummer 7. Kusan, ein Alliierter der Blackbeard-Bande und früherer Admiral der Marine. Die Gerüchte sind groß, dass er ein Mitglied der Revolutionärsarmee ist. Wäre gut, wenn es so wäre, ich kann den Typen nämlich sehr gut leiden. Vor allem im Sommer wäre es mit dem Typen eigentlich ganz schön angenehm. Oder wenn man zum Beispiel etwas Gefrorenes einkauft. Oder wie wäre es nur mit einem Spaziergang von Insel zu Insel, dann friert er einfach das gesamte Meer für 7 Tage ein. Okay, das ist schon ein bisschen krass. Aber hey, so coole Typen gibt es halt nur einmal im One Piece Universum. Ja gut, die Schneefrucht. Diese ist aber nicht im Ansatz so cool wie die Gefrierfrucht. Platz 6. Sakatsuki. Kusan ist zwar gegen einen neutralen Gegner der stärkere Charakter, jedoch ist er gegen Sakatsuki im Nachteil, weswegen er auch ein Platz unter Sakatsuki ist. Hier haben wir den exakten Gegenpart zu Kusan. Er ist nicht so cool drauf wie Kusan, sondern lodert er und brennt er darauf, die absolute Gerechtigkeit durchzusetzen. Wenn er erstmal vor Wut kocht, bleibt kein Stein mehr auf dem anderen. Sein Magma wird im Kampf zwangsläufig die Umgebung verändern und wenn der Gegner nichts dagegen tun kann, wird es immer heißer für ihn. Auch wenn Sakatsuki gegen Whitebeard, ja, ganz gut einstecken musste, so hat er es auch geschafft, die Organe von ihm zu verbrennen und ein Viertel von Whitebeards Kopf zu grillen. Neu von Wiesenhof. Dazu kommt noch, dass er sich ganz schnell wieder aufgerappelt hat und im Alleingang gegen alle restlichen 13 Kommandanten von Whitebeard gekämpft hat und einen davon konnte er sogar noch ausschalten.
Platz Nummer 5, Kizaru. Ich höre schon den Aufschrei. Was? Kizaru vor Sakatsuki und Kusan? Kizaru ist viel zu overhyped. Nun, er ist einfach der Chiller himself. Scheißegal wer, er bleibt immer ruhig und strahlt dabei eine unglaubliche Sicherheit aus. Und Licht, aber das liegt an seiner Frucht. Und ihm muss wohl auch alles scheißegal sein. Ich meine, jeder, der Barcodes als Augenbrauen hat, ist sich entweder in allen Sachen sicher oder ihm ist einfach alles scheißegal und er hat schon mit seinem Leben abgerechnet. Als er gegen Rayleigh gekämpft hat, war er sehr ruhig drauf. Als er gegen Marco gekämpft hat und sogar als er gegen Whitebeard gekämpft hat. Im Kampf gegen Whitebeard hat dieser sogar gar kein Licht gesehen. Ja. Und die letzten vier Plätze sollten eigentlich relativ vorhersehbar sein. Platz Nummer 4. Big Mom, Charlotte Lin Lin. Süß wie Nutella, scharf wie Salz, also gar nicht, und bunt wie als wäre man zu viel und zu oft auf Drogen. So waren die Zutaten, um die dickste Kaiserin der One Piece Geschichte zu erschaffen. Eigentlich fehlt noch eine Prise Karamell und Kinder und eigenen Sohn. Naja, sie ist halt schon ziemlich sehr stark, sonst wäre sie ja wohl kaum Kaiserin. Sie hat von der Seelenfrucht gegessen und kann in jeden Gegenstand ein Stück Seele reingeben, um diesen Gegenstand dann zum Leben zu erwecken. Dazu hat sie immer ihre Sonne, ihre Wolke und ihren Hut bei sich. Sie hat schon als Kind mit 6 Jahren ganz Elbern vernichtet. Sie ist ein wirklich gefräßiges Monster. Die Betonung liegt hier auf gefräßig. Ja gut, und auch auf Monster. Aber naja, kommen wir zu Platz 3. Platz 3. Der rote Shanks. Der Hype um diesen Knaben ist ja immer da. Seine Fanbase ist dauerhaft am eskalieren. Er ist natürlich auch derjenige mit verdammt guten Auftritten, ist locker mit seiner Bande und ein Badass von A bis Z. Unser One Piece Scarface ist wahrscheinlich derjenige mit dem stärksten Königshaki und dazu ist er auch noch ein sehr guter Schwertkämpfer. 18 Jahre ist das, glaube ich, her, als er Ruffy das erste Mal das Leben gerettet hat und eine unglaublich gute Ansage gehalten hat. So ist er jetzt. Und das, meine Freunde, ist Shanks vor 18 Jahren. Ah, he's a ginger! Ah, he's a ginger! Ah. Fühlt ihr euch jetzt alt? Ja gut, Ziel erreicht, kommen wir also zu Platz 2. Platz Nummer 2. Blackbeard. Schon ohne überhaupt eine Frucht zu haben, konnte er Shanks stark verletzen und ihm die härteste Narbe zufügen, die Shanks jemals erlitten hat. Was hat sich aber seit dem Kampf geändert? Shanks hat wohl sehr viel trainiert, hat aber einen Arm verloren. Blackbeard hat ebenfalls sehr viel trainiert und 2 Teufelsfrüchte gegessen. Vielleicht noch eine dritte. Relativ unwahrscheinlich, allerdings kann man das nicht ausschließen. Er hat die mächtigste Logia und die mächtigste Paramezia-Frucht. Seine physische Kraft ist an sich schon extrem stark und auch ist der Typ extrem hart im Nehmen. Er ist extrem böse, aber doch irgendwie sehr, sehr episch wie Fick. Und somit kommen wir zu Platz Nummer 1. Wer kann das jetzt nur sein? Boah, das ist ja echt ein, Platz 1, Kaido. Er ist das stärkste Wesen, was es gibt. Ich glaube, das spricht schon für sich. Man kennt nicht seine wahren Fähigkeiten, nur dass er anscheinend mit einer Keule kämpft und verdammt nochmal unverwüstbar ist. Nicht einmal er selber kann sich töten. Vielleicht sollte er sich mal überlegen, selbst zu entführen. Ach ja, deutsche Dialogzensur. Ich werde dich niemals vergessen. Gibt jetzt halt wirklich nicht viel zu Kaido zu sagen, nur eben, dass er halt das stärkste Wesen ist und ich glaube, das spricht halt vollkommen für sich. So, Freunde, kommen wir noch zu ein paar nennenswerte Charaktere, die eigentlich einen Platz auf der Liste hätten, man aber wirklich noch gar nichts von ihnen weiß oder sie halt alt geworden sind oder sie haben vielleicht eine Platzierung nur ganz knapp verfehlt. Ben Beckman, Garp, Sengok, Smoothie, Dragon, Ruffy, Zorro, Josu, Vista, Shiryu, Snack, Urosh, der grüne Stier, Ryokugyu, Kong, die 5 Weisen und es gibt wahrscheinlich noch so einige mehr. Das war aber meine kleine Liste. Wie sieht eure Liste aus und stimmt doch mal ab, welcher Kaiser am stärksten ist. Nicht welcher am beliebtesten ist, sondern welcher am stärksten ist. Und schreibt mir eure Liste unten in die Kommentare, falls eure Liste nicht mit meiner übereinstimmt. Das war's dann aber auch schon wieder von mir. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns dann mal wieder beim nächsten Mal. Macht's gut, meine Freunde. Direkt nach diesem Kampf schipperte er zum Marinekonvoi, um Mingo zu boxen. Mann, fuck. Ah. Auf der Schlacht am Marinefort hat er extrem gut gegen die Admiral... Nein. Nein.